Kleines Lupus, guten Abend. Ja, guten Abend. Das lange währt wird gut. Ich hab's auch mal nach Hause geschafft. Sehr gut. Wir sind ja noch da, alles gut. Wir haben uns die Zeit, würde ich sagen, gut vertrieben. Wie immer mit wissenschaftlichen Experimenten, ganz klar. Okay, wer springt in die Sonne mit seinem Buggy oder was habt ihr gemacht? Ja, der Razor hat's praktisch versucht. Wir haben uns auf die Guardian-Ruinen gestellt, während wir sie eingeschaltet haben. Das ist echt mal eine coole Sache. Und das habe ich mal wieder nicht gesehen. Seid ihr denn noch auf HD63154? Ja. Perfekt. Du auch? Ja, ich bin sogar schon gelandet. Wir sind im Open. Ach, ihr seid im Open. Ja, das erklärt natürlich einiges, warum ich euch nicht sehe. Nur so sehen. Ja, man kann aber ja an jeder Stelle umloggen, das ist ja kein Thema. Ich habe auch, wir sind also eigentlich bereit, wenn du dazukommen möchtest. Ja. Wir haben schon Artefakte, alle Säulen sind schon eingeschaltet, du musst dann nur noch scannen. Mhm. Ich logge mich mal eben um. Bin jetzt auch da. Der Major ist auch da, wunderbar. Dann werfe ich dem Major jetzt mal das Artefakt vor die Füße. Oder sogar beide. Ich gebe die aber auf zur Sicherheit, damit er die beide einsammeln kann. Ja, wartet noch mal. Dann versuche ich, bin noch nicht da, ne? Ich mal da oben hinzukommen. Was sind die hingelegt? Muss ich wieder runterkommen oder hast du sie gefunden? Nee, ich hab sie gefunden. Okay. Weil ich bin gerade so bilderbuchmäßig hier hoch. Okay. So, schön, ich bin auch im Open. So, ich schalte mal gerade in die Außenkamera, aber das dürfte. Ja, oder? Fahren wir noch ein Stück nach vorn? Nö. Nö, ist eigentlich gut, oder? Ich würde noch weiter nach vorne fahren. Also, wenn du im Stream guckst, von meiner Kameraperspektive aus. Ach so, da bist du, Mann. Entschuldigung. Bin ich extrem mittig. Ja, die Frage ist: Lass mal Außenansicht oder wie machen wir das? Ja. Das passt. So. Ich würde nur noch hingehen und den Los Sapos markieren als Ziel, nur um zu gucken, ob ich den gleich als Ziel dann immer noch markiert habe oder ob ich dann auch eine lange Reise antrete. Wir können ja schon mal dich noch mal einladen in den Ring, können wir doch Ringsignale sehen. Korrekt, das können wir auch machen. Und dann laden wir den Canis Lupus noch ein, ne? Hab ich nicht als Freund. Was du denn? Ich scheinbar auch nicht. Haben wir uns noch nicht befreundet, das gibt's doch gar nicht. Wir haben aber wenn er mal nach hinten guckt, da bin ich. Das ist ja, sträflich. Kann man jemanden anklicken und doch, ich hab dir aber eben eine Freundschaftseinladung geschickt. Ja, die hab ich angenommen, tatsächlich. Du wurdest bei mir dann wahrscheinlich. Ja, klar, du wurdest nur so angezeigt, weil du. Nö. Hast du scheinbar nicht angenommen. Ich hab dir nochmal eine geschickt. Die Geschwader-Einladung ist sonst nicht möglich. Okay. Unendliche Weiten. Weiß man, was passiert, wenn in der Außenansicht das SAV hochfliegt? Aber ich habe im Hauptmenü habe ich es angenommen. Komisch. Ach, weißt du was? Hast du mir nicht mit deinem Hauptcharakter die Einladung geschickt? Ja, das kann sein, sorry. Das kein Problem. Kein Problem. Gut, wie auch immer, du bist da. Der Major ist auch da. Ob er dir den Vortritt überlässt, das musst du jetzt mit ihm klären. Ja, ich hab's ja schon gesehen. Ich wollte das dann nur meinem Zuschauer hier gerade mal zeigen, wie es dann so aussieht. Gut, dann Major, darfst du scannen. Okay. Soll ich
von meiner Position aus werfen? Ich stehe genau drauf, ne? Dann mach mal. Einen schönen Flug. Aktiviert wird es. Ich wünsche euch allen alles Gute. War schön mit dir. Ja, war auch schön mit euch. Whee! Da geht er ab. Und tschüss. So hoch war das gar nicht diesmal. Wie viel Meter bist du? Oh, ist ja wirklich nicht hoch. Das ist ja... Bei mir bloß nicht auf dem Dach. Quatsch. Ein Salto. Ist zwar deutlich runtergegangen, aber... Fall mir bloß nicht aufs... Er muss das ja ausgerechnet sagen, ne? Das... Bist du auf dem Dach gelandet? Natürlich bin ich auf dem Dach gelandet. Du hast es gesagt. Na, ich habe ja eigentlich gemeint, du sollst nicht bei mir aufs Dach landen. Ach so. Nein, das ist, ich hab... ist nicht die, das erste Mal heute, dass ich da oben war. Also. Ich habe nämlich aktuell keine Versicherung für Dachschäden, weißt du? Weil ich habe ja bei dir im Stream gelernt, Cockpitscheiben, die gehen ja nicht kaputt. Genau, richtig. Das ist auch so. Nicht mal, wenn du willst. So, muss jetzt noch einer scannen? Sonst haben wir ja alle, ne? Dann würde ich nämlich ganz gerne in diesen Sektor fliegen, wo es die Space Guardian Sache gibt. Ja. Und uns die mal ansehen. Jetzt habe ich natürlich gerade den Fehler gemacht, ich habe mein Schiff irgendwie verloren. Soll ich dich mitnehmen? Warte mal, Schiff. Wenn ich das Schiff fortschicke und zurückrufe, müsste es doch eigentlich irgendwo hier in der Nähe wieder runterkommen, oder? Eigentlich ja. Dann machen wir das mal. So, ich schau mal, wo ich jetzt überall die Bookmarks habe. Ach doch, war da in der Ecke. Die Galaxiekarte. So, Synov. 444, hier müsste die Beacon sein. Ja, Geronimo. Hi, Jokebird. Kann man natürlich überhaupt nicht aussuchen, solange man noch im SAV unterwegs ist, klar. Ja, ich habe heute Mittag habe ich mich quasi hier geparkt, aber gerade beim Umloggen wurde ich ans andere Ende geparkt, warum auch immer. Boah. Kein Problem. Wir müssen jetzt natürlich erstmal ein bisschen ein Stück weg von den Guardian-Ruinen. Hier können wir unser Schiff nicht rufen. Unsere Schiffe nicht rufen. Der Razor und Jimmy Hansen haben, glaube ich, Laserwaffen dabei. Die werden uns gleich, also die Guardian-Struktur. Ach, ich bin noch überhaupt nicht. Die Guardian Beacon. Beacon heißt das Ding auf Englisch. Das fiel mir die ganze Zeit nicht ein. Die Guardian Beacon werden die uns aktivieren. Schauen wir mal, ob wir da auch irgendwelche bekloppten wissenschaftlichen Experimente machen können. Übrigens, irgendwer hatte doch eben gefragt, was wir mit unserer Staffel immer so machen. Ja. Kurze Antwort ist, genau so ein Schwachsinn wie in den Livestreams auch. Ja. Übrigens bin ich immer noch nicht Teil der Staffel. Ist das Absicht? Da hatte ich dich aber auf jeden Fall. Achso, nicht Staffel. Nicht Staffel. Nicht Staffel. Hier Wing quasi. Achso. Nee, das ist keine Absicht. Heute haben wir ein paar Bewerbungen. Das ist ja, da heißt man die doch. Hauser.de, herzlich willkommen bei Stellar Nebula Project. Ich muss kurz wieder raus und wieder rein, weil sonst funktioniert das blöderweise nicht. Ja, X! Aua! Herzlich willkommen. Wie war das doch mit Dachschaden? Wer ist gestorben? Wenn noch nicht, ich flieg ein bisschen. Au, 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 au. Jetzt kann ich das Schiff. Jetzt kann ich das Schiff. Schauen wir mal. Und Jokebird, ist dir schlecht geworden? Ah, die Crate MK2 ist ein schönes Schiff. Da kannst du sagen, es landet wirklich auf meinem Dach. Echt jetzt? Witzig ist ja, dass die Schiffe gar nicht landen müssen, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Die können auch über euch rumschweben und ihr könnt an Bord gehen. Ernsthaft? Manchmal in schwierigem Gelände sehr hilfreich. Ja, ich meine, wir haben hier ja äußerst schwieriges Gelände und ich denke, meine gute alte Crate hat auch gar nicht vor zu landen. Nee, sie bleibt schwebend. Okay, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir da genauso drunter
Und wie funktioniert der Trick dann? So lange hin und her fahren, bis Boarding erscheint, oder? Ja, eigentlich erscheint das ja genau unter der, das ist jetzt aber irgendwie doof. Da ist die Luke. Weil, wie du schon sagst, man sieht die Luke ja gar nicht. Also, so wie das Schiff jetzt hängt. Der muss aber diese komischen Streifen anzeigen, ansonsten kannst du nicht bohren. Da, guck mal, da war er. Ja, ja. Guck mal im Turret. Ja, ich bin ja fast da reingeflogen jetzt gerade. Irgendwie hängt meine Explorer ein bisschen schief über mir. Keine Ahnung, ich komme da nicht wirklich hoch. Ja, ja, ich habe auch gerade extreme Probleme. Das ist nicht gut. Ich mach was anderes. Ich schicke das Schiff nochmal weg und rufe es vielleicht nicht, wenn ich genau in einem Hang bin, ne? Also was, das mache ich auch mal. Weil das war jetzt auch eine blöde Idee, das wirklich an der schrägsten Stelle zu rufen, die man irgendwie finden konnte. Mal, da vorne ist doch schon eine schöne Eislandschaft, da fahre ich glaube ich mal drauf zu, da gibt es doch bestimmt eine Ecke. Ja, ich auch. Ich muss mal aufpassen, was ich hier mache. Ich habe noch 4% Hülle. So, jetzt stehen wir mal wenigstens ein bisschen gerade. Das Blöde war halt gerade in der Situation, der Boarding Point, also der SAV-Hangar, der hing im Prinzip so blöd, den konntest du gar nicht vernünftig treffen. War der bei dir auch so ein bisschen schräg? Ja, so den Berg runter. Mhm, genau. Das Heck des Schiffes war zwar recht gut positioniert, aber genau der SAV-Hangar war wirklich den halben Berg runter. Das hat einfach nicht geklappt. So. Das sieht schon etwas besser aus hier. Bin ein bisschen schräg, aber es geht da vorne wieder den Berg runter. Es darf da nicht wahr sein. Die Hoffnung. Klappt das bei dir? Perfekt. Ja. Ich versuche es jetzt bei mir hier. So halte ich es gerade aus. Oh. Leichte Störungen beim Einsteigen. Okay. Wow. Alles okay? Okay. Ja, so viel zu deiner Versicherung. Ich sag mal so, dein Schiff erschien unmittelbar in meiner Flugbahn. Nicht dein Ernst. Ich habe aber jetzt länger gebraucht, um darauf zu reagieren oder um das zu realisieren. Und habe also tatsächlich fast dein Schiff gerammt. So. Also, gibt's das Thema oder müssen wir woanders hin? Nein, wir müssen woanders hin. Und zwar könnt ihr das jetzt im Stream nachsehen. Das hier ist das System, wo wir hin müssen. Synuefe KU-F Leerschritt B44-4. Zeigt das mal einfach eine Weile an. Nur ganz kurz und dann setze ich schon mal kurz. Ich hoffe, ihr konntet es abschreiben. Ich tatsächlich noch nicht. Ich bin bis F gekommen. Okay. Zahl? Synuefe Leerschritt KU-F Leerschritt B44-4. Klar hätte man das System dann auch Guardian Beacon nennen können, weil es ja eh nichts anderes da Spannendes gibt, aber da wäre es zu einfach. So, könntest du nochmal Bescheid geben? Synuefe? S-Y-N-U? S-Y-N-U, ja. E-F-E? E-F-E? Leerschritt? Ja.
KU. KU. Strich F. Wieder Leerschritt. Ja. B44. B44. Strich 4. Strich 4. Wie man ist ganz in der Nähe, ich glaube. Fünf Sprünge oder so, ja. Oh, 250 sind das schon. Ja. Wir sind ja alle mit unseren Explorern unterwegs, das sollte schnell gehen. Aber es ist auch wieder ein gutes Stück in Richtung Bubble. Insofern ist das schon okay. So, ich muss mal ein bisschen Chat nachlesen. Keine Ursache aus? Gerne, gerne. Danke dir, Soto. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Ja, 267 Lichtjahre in der Nähe, das passt eigentlich schon ganz gut. Ja. Die vier Sprünge. Das Blöde ist, ich vergesse tatsächlich immer zu scannen, wenn ich schon mal unterwegs bin. Da bin ich froh, ich habe Voice Attack drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das übernimmt einem so ein bisschen die Scannerei mit. Automatisiert im Hintergrund. Kannst du so einen Forschungsmodus einschalten und der scannt dann für dich. Auch wenn man es jetzt nicht immer benutzt, um ja, eben mit der Stimme irgendwas kontrollieren zu können, hat das so seine Vorteile, wenn es im Hintergrund läuft. Also ich bin übrigens nur bei 35 Lichtjahre Reichweite im Moment, glaube ich. Boah, das macht mir... Ich weiß auch nicht, wie lange wir im System noch fliegen müssen. Also ich sag euch ganz ehrlich, das, was wir jetzt vorhaben, das hab ich noch nicht gemacht. Razor. Okay. Danke. Die STO-Community ruft. Da melde ich mich dann später auch nochmal. Jawohl. Mach's gut, Soto. Ja, für diejenigen, die es nicht wissen, gern nochmal der Hinweis. Stellar Nebula ist ja ein Clan mit mehreren Spielen. Wir haben auch eine STO-Gruppe. Und vielleicht bald eine Flight Simulator-Gruppe. Es scheint sich jedenfalls abzuzeichnen. Razor, hat sie keine Lust mehr, oder? Ich habe mich verklickt. Das ist nicht, alles klar. Das passiert im Discord oft. Manchmal wünsche ich mir da auch eine Sicherheitsabfrage. Sind Sie sicher, dass Sie den Channel verlassen wollen? So, ich bin fast da. Zwei Sprünge noch. Dann kann ich schon mal nachgucken, wie weit die Guardian Beacon von der Systemsonne, Entschuldigung, Stern entfernt ist. Sag immer Sonne, aber natürlich weiß ich, unsere Sonne ist die Sonne. Das ist nur ein Stern. Ja, meine Argo springt und springt. Argo? Ja. Hat jetzt aber nichts mit Nemesis zu tun, oder? Nein. Gut. Eher mit der griechischen Mythologie. Ah, okay. Jason und die Argonauten. Argo war das Schiff von mir. Ich weiß nicht, inwiefern du da bewandert bist. Nicht so wirklich, wobei es mal eine Phase gegeben hat, wo ich mich sehr damit auseinandergesetzt habe, weil, wenn ich mich nicht echt irre, das war doch Babylon 5, oder? Wo die Schiffe alle so griechisch benannt waren, ne? Ja, genau. Agamemnon und, ja. Da habe ich das schon mal eine Weile gegoogelt. So, also wir scheinen richtig zu sein. Ich sehe eine ganze Menge Fleet Carrier. Aber was heißt eine ganze Menge? Es geht. Es sind nur 7. Ah,
aber ich sehe die Beacon nicht. Okay, ich war ja auch noch nie hier. Ich scanne mal gerade durch. Hi Burning. Nee, heute kein Total War tatsächlich. Ich bin mit dem Science Keeper gerade unterwegs, ein wenig Licht in die Dunkelheit zu bringen. Nett umschrieben. Warte, da ist was. Guardian Beacon. Das sieht mir recht passend aus. Wobei, du, ich hatte dich in die Science Keeper Gruppe eingeladen. Ja. Die Einladung hast du angenommen, oder? Die habe ich angenommen. Sonst hätte ich mich ja eben gerade nicht in die Gruppe quasi einloggen können. Genau. Ich fürchte, wir müssen in die Science Keeper Gruppe reinwechseln. Weil im Open ist hier so viel los, allein an Carrion. Ich habe irgendwie das Gefühl, nicht, dass uns nachher die Beacon schon aktiviert ist und so, ne? Mhm. Dann werden wir instanzmäßig vielleicht Probleme kriegen. Also ich wechsle mal wieder in die Science-Keeper-Gruppe zurück. Ja, mache ich auch gleich. Auch was Stream-Sniper angeht, ist das vielleicht die klügere Wahl. Das ist wohl wahr. Also für meine kann ich die Hand ins Feuer nehmen. Ich weiß, wo die wohnen. Du streamst gerade auch live? Ja, genau. Ah, sehr gut. Musst du mir noch deinen Twitch-Namen verraten? Das ist überhaupt kein Problem. Den kennst du schon. Keines Lupus. 82, genau. Sehr gut. So, dann wollen wir mal ein bisschen vom Gas geben. Aus der Sonne raus. So, ich kann wieder einladen. Achso, der Major ist noch im Offenen, klar. Sind natürlich ist alle noch im Offenen. Ja, ist ja logisch. Ich bin noch nicht im System. Gerade erst beschlossen. Ich finde es ein bisschen komisch. Moment, kann ich die Guardian Beacon denn so wenigstens anvisieren? Das ist ja doof. Ich hätte mir also merken müssen, wo sie sich befindet. Blöd. Ah, macht nichts. Die anderen sind ja eh noch ein Stück weg. Dann könnte man das System ja auch mal komplett durchscannen. Denn hier scheint es ja durchaus noch mehr zu geben. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. 4, 3, 2. Auf jeden Fall schon mal ohne Eigenschaften. Das ist natürlich nicht so erfolgreich. Ach, ich mag es nicht, dass das adaptive Zoom gescheitert da oben immer so lange steht. Ja, das stört manchmal, ne? Ja, unheimlich. Da verklickt man sich einmal. Wieso habe ich jetzt keinen Kurs mehr? Und leidet an den Konsequenzen. Na super. Nein. Ah, da ist noch einer. Versteckt. Ein Gasriese. Und das hier werden wahrscheinlich seine Monde sein. Aber. Heute habe ich aber irgendwie ein Zittern in der Maus. Ich weiß es auch nicht. Halt, halt. Okay, geologische Sachen sind hier. Oh, der. Braucht aber immer noch lange, um die Eigenschaften zu generieren. Also für diejenigen, die es nicht wissen, die wirklich spannenden Sachen, wie zum Beispiel, sag mal, Guardian-Ruinen oder so, das wird sofort angezeigt. Aber der Planet wird ja noch generiert im Hintergrund. Und solange bis der Planet vollständig generiert ist, kriegt man halt die anderen Informationen noch nicht angezeigt. Ach, das ist die Erklärung dafür, dass ich das direkt im Scanner drin hatte. Die Guardian-Ruinen. Das mag sein, ja. Weil ich bin reingesprungen und hatte halt direkt das Signal da. So. In der galaktischen Karte, das wollte ich gar nicht. Kann wirklich? Wird es denn wenigstens angezeigt? Standorte Guardian 1, das wird wenigstens angezeigt. Okay, dann ist es ja gut. Wird ja wahrscheinlich im Orbit sein. Also irgendwie schon bitter.
glaube, ich habe einen kleinen Bug. Bei mir wird nämlich angezeigt, dass ich das Geschwader am Verlassen bin. Wird bei mir auch angezeigt. Das ist nicht gut. Ich hoffe, das wird nachher in der Außenkamera nicht angezeigt. Und jetzt sind wir im Ring drin. Ja, wunderbar. Erster Planet. Immer noch Leaving Wing. Erster Planet, den ich anfliege hier im Stream und erstmal ein Overshoot. Ach, das gehört dazu. Ah, das sind die Kollegen ja schon alle. So, kriege ich jetzt die. Ah, da ist die Guardian Beacon. Ein Stück neben dem Planeten. Badeeinladung bekommen. Bitte schön. Kein Platz mehr frei. Ich glaube, ja, das okay. Geht gar nicht. Sehr gut. Auf welchem Planet müssen wir? Der Planet ist der Vierer. Und dann im Orbit ist die Guardian Beacon. Scheinbar jedenfalls, würde ich sagen. Mir fällt gerade auf, wenn du so unterwegs bist, deine Forschungsreisen machen, achtet man darauf, ob irgendwas im Orbit ist? Ich achte immer darauf, ob Guardian-Strukturen oder sowas auf Planeten sind, aber ich bin mir nicht sicher, ob es mir aufgefallen wäre, wenn da was im Orbit ist. Huch, wer hat denn das Licht ausgemacht? Da ist sie. Okay. Mal gucken. Energiepylone. Okay, da fährt sich etwas aus. So wie ein bisschen wie Screenshots angucken aus irgendeinem Grund. Ich dusel. Ich habe gerade Kühlkörper abgeworfen. Ich habe mich verklickt. Das ist immer schön. Das kommt vor. So, natürlich, wie immer bei unserem Glück, nachts, klar. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo oben und unten ist. Deswegen eier ich jetzt hier so ein bisschen hin und her. Wasserwelt, und wir müssen natürlich noch kurz auf die Kollegen warten, weil wie gesagt, ich habe keine Laserwaffen dabei. Ja, Haus, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Wie gesagt, ich empfehle unseren Discord. Da wird also alles geplant und auch viel gequatscht zwischendurch. Hab mal den Razor ein, damit er in unsere Instanz kommt. Gerne. Ist Los Sapos, ne? Genau. Dankeschön. Das ist aber ein wirklich interessantes System hier, ne? Zwei Wasserwelten habe ich gerade schon gefunden. Ja, ich werde das gleich mal nach dem Screen noch durchscannen, bevor ich wieder zurück zu Bubble fliege, auf jeden Fall. Scheint sich zu lohnen. Wow. Oh. Was habt ihr getan? Schau, ist beschossen. Welche Seite? Ich sehe keine Änderung. Das leuchtet jetzt überall an den Ecken, ne? Ne, das war schon vorher. Also da kommen so blaue Energiestrahlen raus. Perfekt, Major. Danke dir. Ah, der ist charged. So, jetzt ist der blaue Energiestrahl weg. Systemscan abgeschlossen. Jimmy übernimmt den... Hier so. Bei mir. Jetzt habe ich aber mal gerade noch eine Frage. Wie finde ich euch jetzt eigentlich? Haben wir unsere Wing-Signale an? Also ich habe meins gerade eingeschaltet. Dadurch müsstest du mich auf jeden Fall sehen. Unter Kontakte oder wo sehe ich euch dann? Ach, nee. Okay, mein Fehler. Bin noch gar nicht im Zielsystem. Hehe, peinlich. Okay. Dann liegt's daran. Und jetzt?
Also ich habe nicht gesagt, dass ich wüsste, was wir hier tun. Ach so. Es ist auch das erste Mal, dass ich hier bin. Wir haben... Wow. Scheinbar irgendwas ausgelöst. 4, 3, 2, 1. Ja, ich fürchte, hier müssen wir ein YouTube-Video drüber machen, oder? Da ist das Ding zum Scannen wahrscheinlich dann, oder? Da ist etwas. Ich nähere mich mal vorsichtig. Treibstoff gesammelt. Ja, es sieht genauso aus wie... Okay. Ich schau mal gerade, dass ich... ich habe wahrscheinlich gar keine Gruppe für die Scanner. Welchen braucht man? Den Datenlink-Scanner scheinbar. Sieht genauso aus wie das Ding auf der Oberfläche. Wow. Also jeder muss hier dreimal scannen. So wie ich das verstanden habe, weil man pro Scan halt einen der Fighter freischalten kann. Jetzt habe ich hier die Information über eine Guardian-Stätte, eine neue Guardian-Struktur. Da muss man wahrscheinlich die Sachen, die restlichen Sachen holen für den Fighter. Jetzt noch den Schlüssel aufsammeln. Uralter Schlüssel. Ah, Columbus, danke dir. Zwei Sprünge tatsächlich, dann bin ich da. Ich verzichte gerade mal aufs Nachladen. Ohne Limpets dabei. Sorry, kein Limpets. Kein Problem. Uralter Schlüssel. Nee, nicht wieder aufladen. Ah! Ich hab ihn angetitscht, das darf doch nicht wahr sein. Der hängt aber auch hier blöd, um den manuell einzusammeln. Aber ich bin zu geizig, um Limpets zu generieren jetzt. Zack. So. Ich hab ihn. Danke, Columbus, den hätte ich übersehen. Brauchen wir auch jeder drei Schlüssel? Fragezeichen. Ja. Okay. Also das Ding im Weltall sieht ja fast noch spannender aus als auf der Oberfläche, oder? Hier ist ja noch ein Codex-Eintrag. Was passiert jetzt? Die Lightshow. Komposition. Ja, ich habe das gescannt mit dem Datenlink-Scanner, ja. Also Elite hat noch so viel zu bieten. Ich würde auch mal gerne in einem Livestream, falls ihr nichts dagegen habt und wenn ihr Interesse daran habt, es gibt ja Thargoid-Installationen, die man aktivieren kann. Ich meine, da gibt es nicht wirklich was, was man dafür bekommt. Aber auch das ist wohl eine sehr gute Lightshow. Hätte ich auch mal Lust drauf. Ich meine, das würden wir dann zusammen rausfinden, weil weiß ich auch nicht, wie ich das mache. Wenn jetzt jemand gescannt? Also ich nicht. Sonst wäre er ja nicht weggegangen, oder? Gescannt. Okay. War nicht gut. Doch, ist okay. Alles gut. Du musst nur dran denken, dass du jetzt auch den Schlüssel dann einsammelst. Jeder, der scannt, sollte auch den Schlüssel direkt einsammeln, damit wir die Übersicht behalten. Ist deaktiviert. Da, wo es leuchtet. Ist der im Inventar jetzt? Ja. Wird Frachtluke ganz normal, oder? Genau, ja. Das heißt aber auch, Überraschung, wenn wir jetzt keinen Frachtraum hätten, wären wir auch schon arm dran, ne? Ich bin übrigens jetzt auch mal da. Gut, willkommen.
Ja, okay, das Schöne hier dran scheint zu sein, man muss die Instanz nicht neu laden, wenn man sie einmal aktiviert hatte, ne? Ja, muss auch nur einmal beschießen, also das ist echt easy. Naja, und es ist halt direkt wieder einsatzbereit sozusagen. Warte jetzt mal mit dem letzten Pylon. Ich weiß nicht, ob der Los Sapos sonst da zerquetscht wird, da oben beim Schlüssel. Weil da fuhr sich irgendwas aus. Sag Bescheid, wenn du das hast. Probier mal einfach aus. Jokebird müsste ich eigentlich haben, tatsächlich. Der Razor ist heute mutig, ey. Lässt sich mit Esavis durch die Gegend schleudern. Ich kann den nicht einsammeln. Wow. Der ist jetzt weggeflogen. Wer? Der Schlüssel. Ja. 5 Kilometer. Nix da, 5 Kilometer. Ich bin dran. Der entkommt mir nicht. Razor, bist du in der Nähe? Sonst sammle ich ihn jetzt ein. Ich bin an dem Teil dran und weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Okay. Sammeln ein. Ich habe ihn nicht aus dem Auge gelassen. Er ist irgendwie so nach oben weggeglitscht, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das Absicht war, aber... Ich bin viel zu schnell. So. Vorsichtig. Wir wollen ihn ja auch nicht kaputt machen, ne? Zack. So, wo soll der Schlüssel jetzt entstehen? Der ist deutlich sichtbar durch 3 Energiestrahlen, die da rausgehen. Aber die Frage ist, ob der Schlüssel jetzt gespawnt ist, bevor ich den alten Schlüssel aufgesammelt hatte. Vielleicht haben wir es jetzt kaputt gemacht. Okay. Ich sehe jetzt keinen. Ich hab mal eine Frage. Gibt es ja irgendwie einen Bug, der die Feuergruppen auflöst oder so? Nicht, dass ich wüsste. Ist bei mir noch nicht passiert, ne. Aber die ganzen Feuergruppen sind weg. Okay, dann müssen wir es nochmal einschalten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der alte Schlüssel noch nicht aufgesammelt war. Dann spawnt vielleicht kein neuer. Ich denke, wir müssen eh jeder dreimal scannen. Ja. 3 Schlüssel, dreimal scannen. Ja, wenn wir alle Fighter freischalten wollen, das kommt natürlich auch drauf an. Vielleicht sagt einer, nö, ich will ja nur einen. Och, wenn ich schon dabei bin. Nö, schon mal gewesen. Sehe ich auch. Das Einzige, was mich stört, ist, dass es tatsächlich mit meinem Second Char ist. Also ich glaube, ich sammle freiwillig nur einmal. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich den Char nicht irgendwann nochmal lösche. So, was muss ich machen? Tatsächlich? Frage schließe ich mich an. Da kommt jetzt unten eine Kugel rausgeflogen, so wie auf der Guardian-Side auch, auf dem Planeten. Mhm. Und die scannt ihr. Und nicht so nah ranfliegen, irgendwie wurde ich da reingezogen. Und dann entsteht über dieser ganzen Struktur ein uralter Schlüssel. Den sammelt ihr dann auch noch ein. Die Frage ist jetzt, wo ist oben? Ja. Korrekt. Also wenn wir davon ausgehen, dass oben ist, wo die Kugel rauskommt, dann korrigiere ich mich und meinte unten. Okay. Da ist die Kugel. Ja, die muss jetzt einer scannen mit dem Datenlink-Scanner. Mehrere scannen oder nur einer? Nur einer, ne? Nur einer. Das ist wie bei der anderen Kugel auch. Dann geht die weg. Aber einer sollte sie jetzt scannen, sonst geht sie nämlich so weg. Wer vor der Kugel? Nein. Boah, Scheibenkleister, habe ich den nicht dabei? Doch. Ja. Alles gut. Immer automatisch dabei. Das Problem ist halt,
dass meine Feuergruppen gerade durcheinander sind. Ah, okay. Hast du gescannt? Gescannt habe ich. Verschlüsseltes Guardian-Signal aufgefangen. Genau. Und dann, wie gesagt, einmal nach unten fliegen, wenn die Kugel oben war. Und da wird jetzt hoffentlich dann der uralte Schlüssel wieder entstehen. Ja, da ist er. Ja. Den nehme ich an Bord, oder was? Den nimmst du an Bord. Und das wird dreimal wiederholt. Seit 3 Stunden und ich würde langsam aber sicher vorschlagen, zum Ende zu kommen. Vito. Denkt dran, dass ihr hier alles dreimal einsammelt. Ach. Wenn ihr scannt dieses Ding, dann bekommt ihr eine Nachricht. Achtet darauf, da stehen die Koordinaten von einer anderen Guardian-Struktur auf einem Planeten. Da müsst ihr auch noch hin und Material sammeln. Und zwar werden da, soweit ich das verstanden habe, diese Obelisken stehen, die so blau aufleuchten. Die müsst ihr da scannen. Da brauchen wir Scandaten. Gut. Wie war das noch? Immer an die Drohnen denken? Immer, ja, du kannst ja auch synthetisieren, ne? Das weißt du. Die Frage ist natürlich, ob du eine Drohnensteuerung auch dabei hast. Nee, ich habe zur Sicherheit immer eine Sammeldrohnensteuerung dabei. Das ist das Problem. Also Columbus schreibt gerade, vielen Dank dafür. Bei den Ruinen müsst ihr das gleiche machen, was ihr für die Blaupausen auch gemacht habt, nur halt mit den Schlüsseln. Mit den Schlüsseln kann man die dann aktivieren. Okay, danke dir, das ist super. Gut. Dann bedanke ich mich bei allen, die zugeschaut haben im Stream. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche und ich hoffe, wir sehen uns spätestens nächste Woche Dienstag zum nächsten Livestream wieder. Ein Thema habe ich noch nicht, aber überlege ich mir noch und spätestens ab Samstag findet ihr das dann auch im Zeitplan auf der Twitch-Seite, was wir uns so vorgenommen haben. Es gibt im Moment so ein paar Sachen, über die ich mir Gedanken mache, was wir zusammen machen könnten. Wie gesagt, entweder so eine Thargoid-Geschichte. Wobei, wie gesagt, wäre dann auch für mich neu. Weiß ich nicht, ob wir das überhaupt aktiviert bekommen oder dann nur suchen, die Teile zusammen suchen an dem Abend. Oder am Carrier noch ein bisschen Forschung betreiben. Also es gibt diverse Sachen, die man machen könnte. Ich überlege mir das noch. Ich danke euch, wie gesagt, dass ihr heute dabei wart. Eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Schlaft gut. Ciao. Ciao. Bis zusammen. Ciao. So. Der Stream ist beendet. Okay. Gut war's. Ja. Lustig. Ja, bevor ihr jetzt ablästert, ich bin noch online, ne? Also mein Stream läuft noch. Ja, ja, natürlich, natürlich. Und das ging jetzt mehr an meine Leute. Wir lästern nie ab. Nein, alles gut. Alles gut, alles gut. Lustige Runde. Ja, sorry auch an der Stelle. Ich hab's echt nicht früher geschafft. Auch an meine Jungs, die da jetzt schauen. Also, hallo. Das Motto unserer Staffel ist Real Life geht vor. Immer. Darauf ist die gegründet. Niemals wird irgendjemand sich beschweren, wenn einer wegen irgendwas nicht da ist. Nie. Gibt's nicht. Wird's jetzt damit scannen? Ich würde mich tatsächlich
für heute rausnehmen. Ich muss morgen früh raus. Dann wünsche ich euch auch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Daniel, dir auch. Gibst du mir noch eine Möglichkeit, dir das eine Video zukommen zu lassen, wo es von Guardian, wo es mich da rausschlägt? Das sieht ganz nett aus. Ja, auf jeden Fall. Ich überlege mir, wie. Wir haben ja die Dropbox. Das kriegt genau. Alles klar. Alles klar. Dann bis schönen dann. Abend. Ciao, ciao. Tschüss an euch auch. Ciao. Ciao. Also ich würde mich jetzt auch mal eben bei mir rausziehen hier und wird dann einfach meinen Stream dann auch gleich zu Ende bringen, in Ruhe. Ein bisschen erkunden und so. Also danke euch, auch dass ich noch so spät hinterherkommen konnte. Gerne. Und ich muss hier quasi die Pylonen mit Lasern beschießen, um die zu aktivieren und dann ganz normal scannen, ja? Ich bin auch erst später zu dem Artefakt gekommen. Okay, dann finde ich's raus. Na Jungs, bis später. Bis dann. Ciao. Ich bin dann auch raus. Macht's gut und einen schönen Abend noch. Ciao, ciao. Euch auch. Ciao. Gut. So, jetzt bin ich wieder ganz für euch da. Ja, Jay, Jokebird, das ist nicht ganz so einfach tatsächlich. Ich spiele mit Gamepad und ich habe irgendwie alles doppelt und dreifach belegt. Aber das ist genau das, was mir eigentlich gefällt. Ne? Ich habe ja dir schon erzählt, hier von wegen X-Wing habe ich damals gespielt und da ist das halt total genial, weil du halt hier auch sowas hast wie Energieverteilung. Wenn du jetzt neben meinem Schiffs Hologramm da schaust, da steht SYS, ANT und WAF. Das ist die Energieverteilung. Die kann ich tatsächlich auch hin und her switchen. Das mache ich in Ruhe nachher. Mal auf. Jetzt habe ich halt maximal Energie auf dem Antrieb. Wenn ich zum Beispiel booste, lädt er sich schneller nach. System sind dann sowas wie Schilde, die dann schneller nachladen. Und Waffen erklärt sich von selbst. Und dann kann man es auch wieder zurücksetzen. So, da haben wir auch mal wieder. Ist übrigens ungewöhnlich, dass ein Erkunder Waffen an Bord hat. Aber du siehst, die Waffen gehen leer. Und dann kann ich die schneller nachladen. Natürlich auf Kosten der anderen Systeme. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Genau, auf. Ausfahren. Hier ist Scanner. Da links Scanner. Außer Reichweite. Was halt total klasse ist, sind zum Beispiel auch die Raumstationen.
Danke für den Follow. Gutes Science Keeper, Dankeschön. Nach einem anstrengenden Arbeitstag ein klein wenig entspannen noch. Scan abgeschlossen. Thank you.
Ja, Dogbert, das war der Science Keeper, mit dem ich eigentlich ja heute den kompletten Stream machen wollte. Aber war dann leider arbeitstechnisch nicht drin. Aber du kennst ja die Runde. Und jetzt erkunde ich das System noch ein bisschen hier. Dann mal schauen. Das ist das, was mir auch am meisten Spaß macht, das Erkunden. Na, eigentlich bin ich jetzt hier zu nah dran an dem Planeten. Ich mache das normalerweise von weiter weg. Hier ist diese Linie, das ist die Horizontalgrenze quasi. So feuerst du direkt die Sonde auf die Mitte, also auf dem Rand, dass quasi Vorder- und Rückseite gescannt werden. Gehst du halt raus, dann geht es eher auf die Rückseite drauf. Und ich versuche jetzt ungefähr mittig zu kriegen. Bis 90% muss man erkunden, dann wird der Planet dir gut geschrieben. Und schafft man das mit der Maximalanzahl, die jetzt hier rechts unter Sonden steht, dann bekommst du halt einen finanziellen Bonus, weil ich natürlich hier jetzt wahrscheinlich nicht mehr schaffen werde, aber das ist nicht schlimm. Da. Man hat unendlich Sonden, aber nur beliebige beliebige Bonus-Sondenversuche. Oh, der hat gut gesessen. Jetzt gehen wir von da noch ein. Oberflächenscan abgeschlossen. So. Ach, guck mal. Oh. Menschliche Signale festgestellt, tatsächlich. Und natürlich die Guardians, die wir eben gemacht haben. Aber das heißt, wir müssten dann ja eigentlich auf Ruinen drauf sein. So, und eigentlich hatte ich jetzt gerade hier einen schönen Träger, den ich anfliegen wollte, um mich zu reparieren und aufzutanken. Erste Regel, lock dich nie auf einen Fleet Carrier aus. Das gibt's doch nicht. Hier bei Elite einfach auch klasse ist, Schwerkraft wird mit reingezogen, alles. Ja, das heißt, ich bin jetzt im Schwerkraftbereich des Planeten und fliege halt langsamer. Wenn ich jetzt recht da rausfliege, wird es beschleunigt. Man muss halt aufpassen, dass man nur nicht zu schnell wird, um darüber zu gehen. Nee, der 8. hat erst die 100% erreicht. Du kriegst oben im Info-Bildschirm kriegst du dann eingeblendet. Aber ich frage mich trotzdem noch, warum meine ganzen Waffengruppen nicht mehr da waren. Das war echt blöd, dass ich das jetzt auch noch live wieder einstellen musste. Ja, das ist jetzt nicht so tragisch tatsächlich. So, und jetzt zeige ich dir das, was passiert, wenn man zu schnell. Ah doch, ich schaff's noch. Aber dann machst du einen Overshoot, muss dich rumdrehen, der Loop of Shame. Und dann fliegst du wieder näher ran. Und jetzt springe ich raus. Dann die nächste wichtige Regel: immer um Landeerlaubnis bitten.
und fliegt immer auf 7,5 Kilometer ran. Und dann bittet man um Landeerlaubnis. So. Was haben wir hier? Kontakte, Landeerlaubnis. Dann hast du die Landeerlaubnis und dann kriegst du einen Landeplatz zugewiesen. So, und da ich meistens spiele, wenn ich eh schon müde bin, lande ich nicht manuell, sondern automatisch. Vor allem mag ich auch die Melodie. Die ist aus 2001, Space Odyssey. Grafik ist heute immer noch klasse von Elite. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, es wäre irgendwie 2014, 15 oder so rausgekommen. Und hat sich seitdem enorm entwickelt. Alleine die Erweiterung Horizons, dass du den Buggy da unten auf dem Planeten umheizen kannst. Fahren einmal mal rein, das will ich dir mal zeigen oder euch mal zeigen. Die Fleet Carrier sind auch komplett neu. Die sind tatsächlich von Spielern geführt, haben aber eine NPC-Crew dabei. Und das ist wie halt in einer Raumstation, was dann hier verschiedene Dienste quasi. Allerdings nur die, die der Besitzer quasi freigeschaltet hat. Also hier Universal Cartographics und Einlösebüro hat er nicht. Dafür eine Werft. Da war keiner an Bord. Und das sind meine beiden anderen Schiffe, die ich noch habe. Eine Cobra Mark III und eine Kielbeck. Da wollte ich eigentlich mit meinern. Die Cobra ist mein Kopfgeldschiff im Grunde. Kampfschiff ist übertrieben. Aber ich komme ganz gut mit dir zurecht. Ja, Carrier-Übersicht. Beim Carrier ist halt so, der kann 500 Lichtjahre springen. Dafür braucht er Treibstoff. Und... genau, der kostet halt einen wöchentlichen Beitrag. So ein paar Millionen, die du dafür bezahlen musst. Und je mehr Dienste du freigeschaltet hast, da ist es wöchentlicher Unterhalt. 21 Millionen und ein paar zerquetschte. Das muss man natürlich auch erstmal verdienen. Markus Barmettler, den kenne ich glaube ich gar nicht. So, und wie gesagt, ich bin im Moment faul. Deswegen habe ich tatsächlich den automatischen Start- und Landecomputer an Bord. So. Ich mach
Das ist übrigens der Träger hier von Science Keeper. Wenn ich da eine Route hinplanen möchte, maximale Entfernung überschritten, da komme ich nicht hin. Also empfehlen kann ich es tatsächlich. Es macht sehr viel Spaß. Na, und du hast halt verschiedene Sachen, die du machen kannst. Du kannst handeln. Ich bin halt jetzt außerhalb der menschlichen Bubble. Die Bubble ist halt quasi der menschlich besiedelte Raum. Jetzt mal, gehen wir mal darüber. Du siehst also, wie weit ich davon weg bin, ne? Also hier unten der Bereich, das ist die menschliche Bubble. Ich scroll mal raus. Du siehst, wie groß die Milchstraße ist, ne? Und rein theoretisch kannst du alles erreichen. Jetzt durch die Fleet Carrier geht das noch ein bisschen einfacher. Aber man muss erstmal klein anfangen. Und du siehst, wie weit ich eigentlich nur gerade davon weg bin, ne? Guck mal, hier ist HD. Da habe ich vorhin mit den Guardian-Ruinen das gehabt. Da sind wir gerade. Und hier hinten ist die Bubble. Das ist noch nicht so wirklich weit weg, ne? Und das Schöne ist, jeder, der einen Planeten als erstes entdeckt und den scannt, der wird verewigt. Jetzt weiß ich nur gerade nicht. Ich brauche nämlich noch was in der Bubble, aber da habe ich den Kurs, den Namen von dem Planetensystem gerade nicht mehr. Aber wir gucken einfach mal, wo wir hier noch ein bisschen hinfliegen. Und diese Punkte, die du siehst, das sind alles Planeten, zu denen man hinfliegen kann. Wichtig ist, du brauchst in deinem Schiff einen Treibstoffsammler. Allerdings funktioniert das nicht bei allen Sternen, den Treibstoff zu sammeln. Ich meine, jetzt lass mich nichts falsch sagen hier, M aufwärts. Da kannst du nachtanken. Also wenn du nämlich irgendwo hinspringst und du hast keinen Saft mehr, dann schaltet sich dein Schiff ab. Und dann läuft die Lebenserhaltung, die ist standardmäßig irgendwie so bei 5 bis 7 Minuten. Und dann musst du die Fuel Rats rufen. Ausloggen. Homepage der Fuel Rats aufrufen, Notruf absetzen und dann kommen die mit Treibstoffdrohnen zu dir hin und versuchen dich zu retten. Und das ohne Bezahlung, ne? Ja, dann gibt es halt noch die Möglichkeit hier über Protonensterne dein FSA aufzuladen, dann kannst du noch ein bisschen weiter springen. Ein volles Schiff springt weniger weit als ein leeres Schiff. Und. Also, da ist eine Menge Berechnung hinter und das finde ich ist so faszinierend und auch soundmäßig, grafikmäßig. Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Es können halt auch ein paar mehr sein, wo es nicht geht. Und jetzt habe ich genau vergessen, was ich vorhatte. Wir wollten ja nochmal zum anderen System fliegen. Einfach mal gerade heraus. CTH. Gehen wir da mal hin. Ein roter Zwerg. Übrigens, die Stimme vom Bordcomputer kannst du auch alles verändern. Musst du im Blick behalten, gerade bei so einem Manöver, was ich jetzt hier gleich mache, wieder beim Aufladen. Ab 80
Grad Hitze oder Prozent Hitze kriegst du eine Warnung. Obwohl, etwas über 80, meine ich 85, kriegst du Schaden. Habe ich das System gehackt. Das war dieses nette Geräusch, was du eben gehört hast. Der sagt mir, wie viele Himmelskörper da quasi zu finden sind. Und da war die Taste, genau. Und dann im VSS, da kannst du dann anfangen, nach den Planeten zu suchen oder nach den Kontakten zu suchen. Und dann stellst du hier unten die Spektralanalyse ein. Und überall da, wo es so hell aufleuchtet, wenn der Scanner durchläuft, da kannst du irgendwas finden. Und dann gehst du halt hin, hier habe ich einen Planeten mit hochwertigen Metallen. Daneben haben wir sogar ein System. Wahrscheinlich. Ein steinerner Planet. Die haben unterschiedliche Anziehungskräfte. Der hat zum Beispiel Schwerkraft von 0,35 G. Da wird das Landen schon etwas holpriger. Alles über einem G, da musst du beim Landen enorm aufpassen. Da ist auch noch was. Oh, der sieht aber auch schön aus hier. Immer oben eine Eisschicht. Vulkanismus, Eisenmagma, Methanreich. Und halt, wenn man die dann entdeckt hat, kannst du dann tatsächlich auch dahin fliegen und dann mit dem Drohnen die ganze Story machen. Und du kriegst halt unterschiedlich viel Geld dafür. Und am wertvollsten sind natürlich erdähnliche Planeten. Und Terraforming, Wasserplaneten. Ich glaube, Ammoniak ist das nächste. Also lohnt sich nicht für jeden Planeten tatsächlich hinzufliegen. Und dann gibt es halt landbare, wo du dann tatsächlich landen kannst. Das zeige ich dir gleich in der anderen Übersicht. Noch was. Und ihr müsstet das im Stream auch hören. Jeder Planet hat sogar seinen eigenen, seine eigene Soundkulisse. Also jeder Planetentyp. Da habe ich alles entdeckt hier. Da ist noch einer. Und auf dem Planeten kannst du halt landen. Also nicht auf jedem, aber auf den landbaren. Und kannst dann Rohstoffe einsammeln mit dem SUV. Und damit kannst du einen neuen Treibstoff bauen, andere Bestandteile und so weiter. Dein Schiff reparieren, Munition nachholen. Dann gucken wir doch einfach mal. Alle Signale gefunden. So, nochmal gucken. Also jetzt haben wir hier unter Navigation quasi sämtliche Dinger drin. Und dann auf der Systemkarte kannst du sehen, ob du da landen kannst oder nicht. Und hier haben wir tatsächlich nur den Planet, also überall wo diese blaue Aura drin rum ist. Da kannst du drauf landen. Die anderen leider nicht. Und wie ich eben sagte, ne, zuerst entdeckt von, zuerst erfasst von. Ah, die großen Sonnen kannst du auch theoretisch scannen. Aber fahren wir da mal hin und gucken uns den mal genauer an. Die Karte kann man dann schauen. Aber wir haben halt den noch nicht die Oberfläche gescannt. Das machen wir jetzt. Ja, genau. Der blaue Halbkreis.
ASP Explorer, das ist das Schiff, was ich fliege, das hat ein enorm gutes Hitzemanagement und springt eigentlich für eins der früheren Schiffe auch extrem weit schon. Aber ich habe im Bild nicht ganz so drauf geachtet. Also wie gesagt, normalerweise hat ein Explorer keine Waffen dabei. Deswegen waren die anderen eben im Stream auch schon da, während ich ja noch nicht wirklich da war. Und ich merke tatsächlich den Arbeitstag heute. Ich bin ziemlich unkonzentriert. Wie man wahrscheinlich auch merkt. So, ich fliege jetzt so nah ran, bis der Oberflächenscanner rechts sagt, zu schnell. Aber was man sich hier im Supercruise auch merken muss, ist, du bleibst nie richtig stehen. Also du bewegst dich trotzdem noch weiter, selbst wenn du dann abbremst. Stehen bleiben kannst du nur im normalen Raum quasi. Ich habe jetzt neulich sogar einen Planeten entdeckt, der hatte so Pflanzen drauf. Das war nicht schlecht. Zu schnell. Mal gucken. Also mit 6 Sonden muss ich den versuchen. Also meistens mache ich das so, dass ich erstmal in die Ecken einen reinschicke. Quasi auf die Hälfte. Welches Sammeln meinst du? Das Minern oder wirklich hier auf dem Planeten die Dinger? Zieleffizienzbonus bekommen. 5 von 6 Sonden. Aber leider keine Besonderheiten. Ich gehe trotzdem mal runter. Einfach mal um so einen Landeanflug zu demonstrieren. Ja, du fährst halt mit deiner Kiste durch die Gegend, fährst zu den Rohstofflagern und sammelst das Ding dann ein. Viel hast du da wirklich nicht. Hier. Ah ja, genau. Hier ist es halt wirklich tricky so ein bisschen. Wie gesagt, die G-Kräfte musst du im Auge behalten. Wir sind hier bei 0,31 gerade. Du fliegst erst aus dem Super Cruise in den Planet Cruise rein, da bist du noch relativ schnell und dann fängst du an zu sinken und dann gehst du ins Gleiten über. Und wenn du dann aus dem Gleiten rausfällst, dann bist du mit deinem normalen Antrieb unterwegs, dann hast du natürlich ein Problem, wenn das passiert und du bist noch irgendwie 100, wie es jetzt geht, aus dem Orbital Cruise raus, im Gleiten. Und mit dem Gleiten und dem Orbital Cruise kannst du halt noch Kilometer gut machen. Und man hat dann normalerweise Rohstoffvorkommen oder so, die sind dann irgendwo am Horizont. Und da muss man halt schauen. Na, jetzt Gleiten raus. Und wenn ich jetzt noch 100 Kilometer weg wäre, dann wird es langfristig werden. Aber ich will ja einfach nur landen, deswegen gehen wir mal ein bisschen runter. 4 Kilometer Höhe noch. Sperre.
Man sollte auch als Explorer immer ein Schild dabei haben. Wenn man nämlich zu hart runterkommt, dann explodiert man nicht sofort. Man kriegt wenigstens nur Schildschaden. Sobald man nämlich jetzt das Fahrwerk rausfährt, kann man dann mit Hilfe der Schubdüsen nach unten gehen, natürlich nicht zu schnell. Und gleich ändert sich der... Genau. Wenn du nämlich eine gewisse Höhe hast, dann sagt dir dein Schiff nämlich, okay, hier kannst du landen oder nicht. Wenn unten der Kreis an dem Schiff so blau leuchtet, dann kannst du runtergehen. Und auch die Pfeile... Ich stehe jetzt ein bisschen zu schief, die Pfeile mitten im Cockpit, im HUD, die sagen dir halt auch, was man machen muss. Wenn ich jetzt so gerade runtergehe, komme ich genau passend runter. Es hat eine kleine Schräge, wo ich runterkomme, aber passt. Zack, es staubt. Na, warum? Nur schon runter, warum lässt er mich jetzt nicht landen? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Das ist wahrscheinlich der Vorführeffekt. Ein bisschen nach vorne, ungeeignetes Terrain. Ah, jetzt hat das. Keine Ahnung, was das war. So, und jetzt sind wir unten. Bisschen umgucken. Und hier unten auf dem unteren Monitor hast du dann halt das SAV, den Scarab. Dann absetzen, dann noch siehst du deine Figur sich nicht bewegen. Das kommt aber jetzt wohl irgendwie mit dem nächsten Addon, was kommt. Ist halt abgelassen. Dann bist du unter deinem Schiff. Und da steht sie, die Argo. Oh, das ist ja mal interessant. Da ist was. Hey, cool, dass wir runtergegangen sind tatsächlich. Da fahren wir doch mal hin. Cockpit-Modus wechseln. Das ist halt das Schöne daran. Einfach auch mal landen, selbst wenn man keine Signale hat. Ein Ausbiss, mal gucken, was das ist. Das ist ein Rohstoff, ne? Tatsächlich. Wow, cool. Dann machen wir doch mal die Luke auf. Frachtkörper ausgefahren. Eisen gefunden. Ja, und wenn ich jetzt halt Sammeldrohnen dabei hätte, dann müsste man das nicht selber machen, wobei du den SAV nicht wirklich... Ach, guck mal an. Elemente Zink, den habe ich vorher noch gar nicht entdeckt. Und natürlich kann man dann auch so Stunts machen wie Vollgas und dann einmal die Düsen. Das macht natürlich nur Spaß, wenn du auf dem Planeten im Niedrig geben unterwegs bist. Schade, dass wir hier keine Geysire haben. Die sind auch schön. Vor allem so bei Dunkelheit, wenn ja so Lava
raus hast oder so. Das macht schon Spaß. Muss man noch was finden hier. Also wichtig ist, das SAV benutzt nicht den Raumschiff-Treibstoff. Das heißt, wenn der jetzt Ende geht hier bei mir und ich würde andocken, bleibt der auch so leer. Die Hülle wird allerdings vom Raumschiff repariert. Und ja! Kann man sehen? Siehst du, also hinterlässt sogar Spuren. Und ich mag den Gedanken irgendwie, dass du womöglich der Erste bist, der tatsächlich da landet und seine Spuren da lässt. Das ist halt, was mich hier auch fasziniert. Und so im Nachhinein beißt ich mir wirklich ein bisschen in den Hintern, dass ich damals die Miete auch wieder aufgegeben habe. Ach, guck mal an, da haben wir das nächste. Überrascht mich jetzt nicht so sehr, weil ich fahre nach den Radarstrahlen. Na, die zeigen dir halt, ob da was ist oder nicht. Ja, man kann sogar den Turm steuern. Triffst ein bisschen besser. Tatsächlich sogar schon ein paar Planeten von mir, da dürfte mein Name draufstehen. Allerdings nur bei zuerst gescannt. Also entdeckt wurde der schon. Oder waren diejenigen zu sehr beschäftigt, um dahin zu fliegen? Meistens sind das so Planeten, die in dem System weiter weg sind von der Sonne. Schiff auf dem Schirm oder warum schlagen die Signale so stark aus? Das war es trotzdem. Na, ich glaube, das ist mein Schiff dahin. Bevor ich halt zum Science Keeper auf den Stream gegangen bin, beziehungsweise da auf dem Discord mich rumtreibe, war ich eigentlich auf dem Weg zum Nebel. Ich war auch schon an den Randgebieten schon angekommen. Das sah schon krass aus da. Im Plejadennebel war ich, glaube ich. Aber dann habe ich halt davon gehört, dass es halt diesen Guardian FSD Booster gibt und wenn du den aktivierst, das geht halt bis zu 10 Lichtjahre mehr. Und das kann man echt gut gebrauchen. Und das Schöne ist, da ist das Cockpit. Da siehst du auch die Leute drin sitzen. Das heißt, theoretisch, wenn man vorsichtig fliegt,
Dann siehst du die auch. Was meinst du jetzt, aber ein gelbes, kein grünes? Was meinst du jetzt damit? Ja, jetzt. Super. So, direkt mittig fahren, bis dann unten rechts Boarding erscheint, dann kannst du drauf. Seit runter. Transfer, ich bin noch flach dabei. Ach, ich schleppe immer noch die ganzen Guardian-Dinger mit mir rum. Okay. 11 Stück eingesammelt. Ach, das Rechteck grün. Ja, grün ist meistens dein Schiff. Und gelb ist dann irgendwas anderes. Weiß sind dann meistens so Rohstoff oder Sachen, die du einsammeln kannst. So. Antrieb starten. Speed und natürlich das Fahrwerk nicht vergessen. Dann einfach nach oben. Also ein Start vom Planeten müsste man eigentlich gut hinkriegen. Außer du hast hohe G-Kräfte. Da kann es natürlich auch sein, je nachdem, was du für einen Antrieb drin hast, dass der dir nicht mehr reicht, damit du wegkommst. Du hast halt hier auch, gucken, wo haben wir es, nicht umsonst, da unten diese Option. Ach, guck mal, das hätte ich vielleicht mal anmachen können. Ja. Außenbeleuchtung, Nachtsicht, Geschütztürme kannst du einbauen. So, und damit wir das jetzt mal beschleunigen. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Super Cruise. Mal den nächsten Sektor an. Was meinst du mit Aua? Dass du da stranden kannst auf dem Planeten? Da ist halt alles gefährlich, ne? Bitter wird's auch, wenn du zu nah an die Sonne ranfliegst. Ah, jetzt habe ich schon wieder den falschen. Oh, kommt der Modus so. Also ich werde die ASP Explorer wahrscheinlich auch nochmal insofern umbauen, dass ich ein bisschen Berg da betreiben kann. Bergbau. Ja,
Das Beate hat den Vorteil, dass die irgendwie 6 Waffenslots hat. So, Treibstoff ist wieder voll. Gucken wir mal, was wir hier so Schönes finden. Na, was haben wir hier? Ein Gasriesen aus Wasserstoff und Helium. So, guck mal, hier auf dem Eisplaneten sind auf jeden Fall geologische Sachen dabei. Um ehrlich zu sein, ich bin jetzt ein bisschen überfragt, ob es jetzt lohnt zu warten, bis der feinere Scan abgeschlossen ist, oder ob das im Grunde ein Überbleibsel von früher ist. Weil früher hattest du das mit den Drohnen wegschicken nicht, mit den Sonden wegschicken nicht. Da hattest du auch nur so einen Sensor, bist du auf die Planeten zugeflogen und dann... Ups, falsche, sorry. Im Grunde kannst du dir Elite vorstellen wie Eve, nur mit direkter Steuerung und in kleineren Schiffen. Ach, guck mal, Asteroidencluster. Da versteckt sich noch was. Der sieht auch schön aus. Da in den Ringen kann man halt auch gut minern. Ja, ich denke, ich mache jetzt auch gleich aus und fliege einfach so noch ein bisschen. Vor allem habe ich eigentlich auch Kohldampf. Systemscan abgeschlossen. Ja, dir auch. Eine gute Nacht, ne? Ich werde auch den Stream für heute beenden. So, meine lieben Freunde, Dankeschön fürs Zuschauen und dann...